Ich mach das mal dementsprechend kurz. Der Manadi ist voll von Piraten. Da wimmelt es von Piraten. Ihr könnt euch ohne weiteres ein weiteres Piratenschiff ja, entern und dann mit diesem kleinen Kahn den Manadi hoch und runter segeln und ja, ein weiteres Piratenschiff wird dann noch von eurer Artillerie weggeschossen, sodass das dann eben euch nicht behelligen kann und dann könnt ihr mit dem Piratenschiff ungefähr einen Tag später am 21. Zar in Kunchum einlaufen. Ich mache es jetzt einfach mal kurz, weil wenn ich das jetzt wieder ausspiele, so oben wie in Festum, ja. Alles Das klar. lief ja besser als erwartet. Gut. Alter, wir haben zwei Piratenschiffe gefickt. Frage an euch. Wen wollt ihr mitnehmen in diesem Piratenschiff? Es kommen mit die Offiziere. Es außerdem dem Oberst und seine Unteroffiziere, die natürlich hier bleiben. Denn die werden mit der Bewachung und Verteidigung des Schiffes beauftragt. Es kommen mit Ritter Jagold nebst 14 gemischten Söldnern. Ich würde gerne an Bord der Arche bleiben, um hier aufzupassen, dass nichts passiert. Gut, dann werde ich vorher noch ganz kurz die versammelte Mannschaft auf Deck darauf hinweisen. Verleihe das Kommando, solange ich weg bin. Benehmt euch entsprechend. Dann noch Lupdi, komm mal, und dann mit! noch mal im Zwiegespräch zu Verleihe. Macht mir keine Schande. Niemals, Captain, ich werde so handeln, wie ihr es getan hättet. Ja, das fürchte ich auch. Oh. Gutes Gelingen und vielleicht trefft ihr ja unseren Bekannten. Ja, dann. Viel Glück und ruhige Fahrt. Dann brauche ich eine Bootefahrenprobe bitte von euch. Hallo, oder eine? Eine vom Steuermann. Kann ich von Seefahrt Steuermann ableiten? Nee, ich will eine Bootefahrenprobe haben. Ja, okay, kannst du haben. Aber Boote fahren hat das natürlich auch. Aber keine Sorge, ich bin ein guter Bootsfahrer. Gut. Unterstütze dich. Okay, Ja, nee. wie gesagt, nach einem Tag lauft ihr dann über den grünen Manadi in Kunchum ein. Auf der linken Seite könnt ihr die alles überragende Zitadelle des diamantenen Sultanats erkennen. Und etwas kleiner, leicht davor, auf einem Hügel, den Zar-Tempel des Lebens, auf dem ihr auch schon, ja, in dem ihr auch schon wart. Oder unter einer Brücke hindurch könnt ihr dann den grünen Manadi befahren, kommt dann zu einer Palastorbrücke, verschiedene andere Haus- und Flussboote, die dann hier wieder angebracht sind. Man wird euch erst einmal etwas mürrisch beäugen, wenn ihr dort entlangfahrt, denn euer Schiff ist so erst einmal wenig beflaggt, sieht etwas anders aus als die Hausboote, die Schiffe, aber gut. Die Stadtwache, die dann auf euch zukommt, wird dann erstmal ja, schauen, ob ihr Piratengüter oder so etwas bei euch habt. Aber dadurch, dass ihr das nicht habt, sondern einfach nur Frachtpersonen dabei habt, oder? Ich würde eigentlich ganz gern die Piratengüter mitgenommen haben. Außer Perfekt. jemand sagt jetzt laut Nein. Was Wir heißt brauchen Geld. Piratengut? Also, Das Beschlagnahmte. ja, genau, da ist jetzt die Frage, was? Also, da kommt es Zumindest auf die die Pelze. Prägung, da kommt es auf die Prägung an. Also, ich glaube eigentlich nur die Pelze, der Rest ist Kleinzeug. Aha, gut. Aber wir sind halt reichlich pleite und brauchen Geld. Gut, dann Pelze im Wert von 800 Dukaten, da ist die Prägung dann auch egal. Man wird dann einfach nur auf die Prägung schauen und so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, wo denn das aus Janka herkommt. Aber, ja. Könnt dann hier an einer der Palasttorbrücken anlegen und hier am Bethaus von Raschtula Kunchum betreten. Wieder seid ihr in Kunchum. Weißer Sandstein, das Wetter, das Klima ist warm, trotz der Jahreszeiten. Alles ist über und über voll mit Kamelen, mit ja, Thulamiden, die mit ihren Kopftüchern wieder umherlaufen. Die Stadt summt und brummt. Alle reden und unterhalten sich. Ja, und direkt werdet ihr auch von einigen Thulamiden angesprochen. Die wollen euch Melonen verkaufen, irgendwelche Datteln und Palmen,
Gewächs, also alles, was hier irgendwie gerade feilgeboten wird. Könnt auch den Ruf von einem Muezzin aus dem Bethaus vom Rashtula hören. Hier ist also alles voll. Direkt vor euch auch der Tempel der magischen Schlange und Gesandtschaft des Bornlandes. Also hier sind sehr viele Leute unterwegs, ja? Ja, alles voll. Ja, dann greife ich mal obligatorisch direkt nach dem nächsten Geldsack, greife mir den und bezahle damit die Melone, die mir gerade feil geboten wird. Perfekt. Dann meine ich zu Lubdil, komm, die teilen wir uns jetzt erstmal. Lubdil? Er ist komplett überfordert, du siehst, wie er eingeschüchtert an deinem Bein, an deinem Hosenzipfel zieht und sich so versteckt und versucht auch so ein bisschen in Richtung, also irgendwie, dass jemand zwischen euch ist, den er kennt, ob das jetzt der Ritter ist mit seiner verätzten Beinschiene oder Romilly, Hauptsache irgendjemand ist neben ihm. So wie Vater und Sohn würde ich ihn dann mal hochnehmen und auf meine Schultern setzen. Beste Tarnung sollen. Glaubt ihr? So, jetzt kannst du auch mehr sehen. Guck mal, siehst du den Palast da hinten? Da wohnt ein Sultan drin. Die sind reicher als wir alle zusammen. Würde er sich wahrscheinlich erstmal fragen, was reich bedeutet, dann würde ich ihm Reichtum in Archenkäfern erzählen. Wenn er jetzt 10 Archenkäfer hätte, dann hätte der Sultan Tausende. Plus, dass es um so Goldmünzen geht, die man nicht essen kann. Ja, und dann würde ich... Weiß nicht. Haben wir irgendeinen Plan? Ich schaue mal Trial an. Sonst würde ich jetzt mal mit Lupti. Ich möchte ja euren ketzerischen Vater-Sohn-Moment nicht unterbrechen. Ich habe tatsächlich eine Aufgabe für euch. Okay. Erinnert ihr euch noch an die Handelsherrin, mit der wir damals Bekanntschaft gemacht haben? Auf der Feier im Konto? Ich war in den Konto, also nein. Ach, du warst nicht da. Okay. Rosti, erinnere mich noch, wie die Frau hieß, denn ich hab's vergessen. Yamira. Ich guck kurz nach. Ich bin doch ihr Token nicht. Sie hatte, glaube ich, kein Token. Aber saß direkt nördlich von eurem Kontor. Da ist nur eine Wasserleiche. Jetzt ist sie das. Hier ist noch das Ephadaios-Token. Hier ist euer Kontor. Ja. Da sitzt Yamira. Okay. Werdet doch mal der Frau vorstellig, wenn wir gleich am Konto ankommen. Und schaut mal, ob ihr diese 3 Ballen allerfeinsten Pelzes hier loswerdet. Für einen guten Preis, versteht sich. Natürlich tue ich das. Bessverwohl, könntest du bitte mit anpacken? Und bitte, nehmt Ritter Jagold mit oder eine von den Maraskanerinnen, aber nicht Bessverwohl. Was soll das denn heißen? Hast du was gegen Bisfrabul oder was? Ich bleib an seiner Seite. Himmels Willen. Meine Güte, Jan, an was regst du dich denn so auf? Wir versuchen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Obwohl, macht einen guten Eindruck. Yamira Sabasahil. Yamira Sabasahil, genau. Nun gut, macht mir keine Schande. Auf keinen Verlust. Als ob ich jemals irgendwie im Schatten war. Und mit den Worten geht er dann davon, so als wäre das irgendwie unvorstellbar, dass der Ragnar irgendwann mal irgendwie Scheiße bauen würde. Oh, halt dann auch irgendwie die Melone mit Bissfrabul, falls er dir auch was haben will. Ja, er nimmt dir ein Stück ab, spatzt dann zufrieden. Du solltest übrigens mal den Court-Apple hier besuchen. Da musst du allerdings ohne mich hingehen, ich habe da Hausverbot. Warum das denn? War eine längere Geschichte. Ich war mal Wache davor. Eine einfache profane Wache. Dann bin ich auch oben in der Magierakademie als Wache eingeteilt worden. Als Ritter des immerwährenden Kampfes. War eine kurze Zeit im Chortempel stationiert und dann habe ich Hausverbot bekommen. Und seitdem bin ich im aranischen, oronischen Reich unterwegs gewesen. Und warum du Hausverbot hast, willst du nicht erzählen? Sie meinen, ich wäre komplett irre. Quatsch. Jeder hat seine kleinen Macken. Gut, wo soll Ragnar jetzt hingehen? Der geht zum Kontor. Ja, du warst nie da, du weißt nicht, wo das Kontor ist. Ich sag dir, nachdem wir beim Kontor sind. Okay, das heißt, du führst ihn dahin. Ach so.
Gassenwissenproben für Jalan. Fremde Stadt, du hast keine Ortskenntnis, Schwert um 5 Punkte. Ich suche gerade zwanghaft nach einer Möglichkeit, mich da rauszuwinden. Denn ich habe Gassenwissen nicht. Du siehst, dass Ragnar ohne dich losgegangen ist, einem Bettler irgendwie 5 Heller zuschnippst und sagt, ja, wo ist denn hier dieses Kontor von, Jalan, wie heißt unser Kontor? Allach irgendwas. Allach irgendwas. Ja, ich kann euch führen, ich kann euch führen. Ja, dann mach das. Ich glaub, der bescheißt dich. Ich glaube nicht, wenn Bisfrau wohl neben mir steht. Also, ich habe ihm jetzt schon 5 Heller gegeben. Für mich. Ja, du bist ja relativ sicher, musst jetzt keine Gassenwissen würfeln. Der ist in eine ganz andere Richtung unterwegs und führt dich in so eine dreckige Gasse oder sowas. Kannst du also abwägen. Entweder kannst du halt umboxen oder. Aber er weiß nicht, wo Kontor irgendwas ist und er führt dich jetzt in irgendeine Gasse. Hauptsache gibt's. Bisfrabul, schlag ihm mal bitte ins Gesicht. Ja, er packt dann den Bettler an den Kragen, dreht ihn einmal um, schlägt ihm mit seiner Faust die Zähne aus, sodass sie alle aussplittern und der fällt dann hin. Ich weiß nicht wo. Das war jetzt schon ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Sogar Ragnar ist ein bisschen erschrocken. Er meint dann aber, tut mir leid, also das wollte ich jetzt auch nicht ganz so doll, aber gute Arbeit erstmal bis Frau Buhl. Und Bettler, nimm kein Geld, wenn du nicht weißt, wo du hin, wenn du nicht weißt, wo das ist. Aber kein Fall, Name, kein Name, kein richtiger Name. Da kann ich jetzt auch nichts für. Also das, da müssen sie leider sich bei Janan entschuldigen oder beschweren. Er ist aber Ritter, das heißt, er wird das nicht so gut aufnehmen. Also hier nehmen sie die 5 Heller als Entschuldigung. Ich finde das Konto auch so. Ja, dann würde ich den nächsten Bettler 5 Heller zuschnippen und sagen, könntest du mich bitte zu den Kontoren führen? Ja, zu den Kontoren. Hier gibt's Tausende. Tausende, ja, Kontore. Den Kontoren, die am Hafen sind, logischerweise. Kontore, ja, sind ja normalerweise am Hafen. Er bringt dich dann zum nächsten, zur Hafendivision bringt er dich. Ja, da stehen so ein paar Wachen vor, Kuntjumer Stadtgarde, Flottenmeisterei und ja. An der Hafengarnison war ich doch schon mal. Richtig. Nehme ich von hier aus dann aus? Ja, das ist einfacher. Gassenwissen, das Schwert um 3. Gassenwissen immer noch nicht. Nee, also das ist das Problem. Wascher ist nicht da, Rondrigo ist nicht da, Romilly war noch nie hier, Ragnar war noch nie hier. Romilly spricht nicht mal Tulamidia! Moment, warum sind wir eigentlich nicht mit unserem Boot erst aufs Meer und dann zum Kontor? Das ist eine gute Frage, die dir jetzt früher stellen können. Du bist der Captain, du bist schuld. Ja, ich bin nochmal schuld. Nochmal, mit eurem Boot? Achso, ja, Boot, ja. Den grünen Manadi runter, aus der Stadt raus und dann zum Konto, das direkt am Wasser liegt, das wir vermutlich finden. Ja, das Problem ist, ihr habt ein Flussschiff und dementsprechend werdet ihr gar nicht so weit vorgelassen. Da müsstet ihr dann durch die Kriegshafen und das wird einfach nicht zugelassen. Das heißt, ihr habt einfach hier am nächsten Halt gemacht und naja gut, das ist halt trotzdem immer noch eine Gassenwissenprobe, um dich zurechtzufinden und du warst doch noch nie auf dem grünen Manadi unterwegs. Ich seh's rein, ich hab's nur halt nicht. Ich weiß nicht, also, ich da bleiben muss. Du bist hier nicht in der Vogelperspektive, sondern in der Froschperspektive und dementsprechend, ist ja auch schon so lange her, mindestens 2 Monate. Ich frage einfach nochmal, auf was leite ich Gassenwissen ab? Menschenkenntnis. Danke. Oder Orientierung. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ich würde übrigens mich gar nicht davon irgendwie beeindrucken, das ist total verlaufen. Ich würde dann Lookdeal immer irgendwie so, guck mal, das ist ein Kontor, das ist noch ein Kontor, das ist auch ein Kontor. Oh, wir laufen schon wieder in die falsche Richtung. Das da hinten ist der Sultanpalast. Hier wohnt der Hafenvezier. Moment, wir stehen in der Stadtgarnison, richtig? Standet ihr eben, du bist weitergelaufen und ja, jetzt bringt Ragnar Lupdir gerade eine heiße Brezel von der Bäckerei Raschmann eben Salman und eine warme Brezel, frisch gemacht, ist das lecker. Oh, möchtest du auch was, Jana? Die schmeckt ja so köstlich. Ja, ich gebe ihm eine. Und dann gebe ich auch noch Brisfrabul eine. Ragnar hat eine tolle Zeit. Also ja, dann wo müssen wir jetzt hin? Wir haben jetzt einen Großteil des von Kuntjom gesehen. Ich würde sagen, jetzt können wir langsam mal zum Kontor gehen. Moment mal. Ritter Jagold, wisst ihr denn noch, wo wir hin müssen? Ein Moment. Die Maraskanerinnen, wissen die was? Ich war ja schon in Kuntjom. Ihr wart vorhin schon in einem Kontor. Ach, da ist wieder Moment, der ja, die Stoffdrucke. Ja, hier müssen wir rüber. Das ist aus dem Maraskana-Viertel.
Und dann nach rechts. Ja, Mensch, hier hattet ihr uns doch angeworben. Ach Mensch, richtig. Hier wirklich? In der Kaschemme? Nee, da drüben, über diese Brücke. Ach, da. Ah, endlich. Ja, ihr könnt dann sehen, wie wohl gerade Porquom, der Zerstückler, auf einem Stuhl sitzt. Vor ihm, oh, wer ist das denn? Potro. Potro sitzt gemeinsam mit Porquom auf einem Stuhl und beide schmökern eine lange Pfeife. Oh, Potro. Obwohl, mit dem habe ich gar nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe mit Dina viel zu tun. War Potro der immer einen Bauch kriegte? Oder richtig, der, genau. Der das überlebt hat, dass ein Harpunal irgendwie in ihm drin steckte und er am Mast festgenagelt war? Ja, genau. Ja, ich hab ihn gerade verwechselt mit hier für Javion. Aua. Potro! Oh, Kapitän! Ist ja doch noch am Leben. Selbstverständlich. Ich dachte, er hat sich in der Zwischenzeit totgesoffen. Ragnar, was machst du denn hier? Potro! Wie geht's dir? Mensch, schön habt ihr denn alles dabei? Ja, er schlägt ein zum Männergruß. Ja, der wird halbherzig erwidert, weil man nicht stärker kann. Porkwurm besieht sich gerade die Rüstung von Jalan, wie sie verrostet ist unten. Soll ich euch die Beine abschneiden? Er hält so seine Säge hoch. Ihr habt euch nicht verändert. Danke. Ich glaube, dann müsst ihr euch mittlerweile hinten anstellen. Ich nicke mal unauffällig zu Missframol rüber. Wen habt ihr denn alles dabei, Mensch? Ja, Robili, auf dich kommt ein ungefähr 40-jähriger Mann zu, so ein bisschen vernarbt, so ein paar Pocken, langer Bart, der eben dann runterhängt auf beiden Seiten, ein Handwerker. Ich bin Porkwurm, man nennt mich auch den Zerstückler. In welcher Sprache spricht er? Mittelreichisch, ist auch ein Mittelreicher. Robili Megaran. Ich bin Falknerin und Kundschafterin für die Herrschaften. Mensch, zumindest im offenen Gelände. Angenehm. Ich bin der Hausmeister hier. Die haben mich zurückgelassen, aber. Naja, mein Bett ist sein Bett. Zwinkert ihr dir so ein bisschen zu. Mhm. Deutet dann auf den Eingang des offenstehenden Kontors. Und vielleicht solltet ihr den Herrschaften hier mal helfen, einen Stadtplan zu finden irgendwo. Mir scheint innerstädtisch. Mangelt es ein wenig an Orientierung uns allen noch. Und ich zwinker mal ganz frech zurück. Ja, da kann ich nichts zu sagen. Ich bin jetzt seit ein paar Monaten hier. Hab mich ganz gut eingelebt. Aber das Konto war schon ziemlich still, muss ich sagen, ohne euch. Ich hab aber alles so gelassen, wie es vorher war, Herr. Na, das ist doch wunderbar. Ich gehe mal 2 Schritte nach vorne, beuge mich um die Ecke. Yokuri ist also noch nicht wieder hier. Nein, mit der seid ihr doch losgefahren. Wo kommt ihr denn jetzt her? Dämonenarche. Wo ist denn Rodrigo? Yokuri. Dämonenarche. Lange Geschichte, frag Ragnar. Und dann frag jemanden, der Ahnung hat. Was soll das denn heißen? Ich hab deine Artikel im Boten gelesen, Ragnar. Wurde noch gar nicht veröffentlicht. Ja, solltest vielleicht dein Zimmer besser abschließen. Was bist du denn für einer? Wolltest du neuerdings Fex oder was? Weißt du, findest nicht mal den Weg hier in einer einfachen Stadt wie Kunshorn. Aber liest dich meine Tagebücher durch. Ja, Fräulein McAaron, dann zeige ich euch mal das Kontor. Lieben gern. Das gehört uns. Ja, er macht so die Türen auf, kannst dann in ein ziemlich leeres Kontor gucken. Ist ein bisschen Lagerplatz da, bist du auf der richtigen Karte? Ja. Ja. Steuerung F. Das ist das Kontor der Helden. Hier im unteren Bereich, so ein kleiner Verwaltungstrakt, hier mit kleinen Büros und so eine kleine Waffenkammer, kleiner Raum für Anliegen, wenn man mit irgendwelchen Bewerbern spricht. Im oberen Bereich über eine Treppe kann man dann zu den verschiedenen Quartieren und Räumen gucken, ein Besprechungszimmer und ein kleiner Anlegeplatz für neue Schiffe. Das Kontor der Helden. Und Ragnar, wenn ihr nicht wollt, dass eure Tagebücher gelesen werden, nehmt eine Sprache, die keiner der anderen versteht. Ich kann aber nur Kusselka zeichnen. Dann solltet ihr euch weiterbilden. Ich schau mal zu... Nee, hier ist keiner da anwesend, von dem ich jetzt sagen würde, dass der krasse Sprachen kann.
Ja, ich nicke einfach nur zu. Sollte ich vielleicht wirklich tun. Nun, durchaus interessant hier. Wo ist eigentlich mein Zimmer? Ist Brindijan mitgekommen oder ist der auf der Arche geblieben? Brindijan ist auf der Arche geblieben. Ich denke, du kannst in dem von Rodrigo schlafen. Was ist das mit Rodrigo? Wir sind von Rodrigo. Doppelbett? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, er hat geheiratet. Was? Lange Geschichte. In einem Monat? Er hat mich ja ausgestochen, der Junge. Naja, nicht ganz. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann... Er hat erst die Frau, hat er erst Dünar ausgespannt und als Dünar weg war, hat er sie dann geheiratet. War so die, die erste, die er überhaupt hatte. War ein Dünar? Man schaut mal Porto an. Wo ist der eigentlich? Ich dachte, der ist bei euch. Dünar ist in Maraskan. Also hoffe ich. Wer denn Maraskan? Ja, hat der Ephadaios erzählt, dass... Da gab es wohl so eine Begegnung mit ein paar Echsenmenschen und mit der Garde von. Die Kamortgarde ist da über den Weg gelaufen und dann ist der Fadaius geflohen, hat in den Wald gerannt. Und seitdem ist Dünar weg. Nach allem, was wir wissen, läuft der Maraskan, frisst die Kamortgarde zum Frühstück auf und spuckt ihre Knochen als Zahnstocher wieder aus. Das klingt nach Dünar, ja. Ein Chorgeweihter. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, ein einfacher Söldner. Nach dem, was seine Gnaden sagt, hat der geifernde Schnitter ihn wohl im Feld erwählt. Der, der über Schlachtfeld schreitet. Guter Kampf. Direkt in Maraskan. Ohne Rückzugsbasis. Gegen Echsen und die Kamortgarde. So werde ich sterben. Ich kann euch auf den Weg absetzen, schnell. Wenn ihr möchtet. Ja, also ich sollte hier jetzt irgendein Zeug veräußern, oder wie? Hier kann ich aber nichts veräußern. Das ist unser Kontor. Ja, richtig. Die gute Handelsdame sitzt direkt nordwärts von uns. Alles klar. Dann gehe ich mal nordwärts. Ja, eine kleine Familienwerft, die nördlich von euch sitzt, von der Familie Sahil. Hier siehst du wohl eine junge Frau, die sich gerade mit einem Alanfana unterhält. Und ja... Ja, was kann ich für euch tun? Ich bin Yamira. Yamira Sabasahir. Yamira Sabasahir. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Ragnar, Zaubersang, Heldenmund, Drachentöter, Ogilzorn. Freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Welche Sprache sprechen wir? Ah, Potro hatte, glaube ich, das ist wohl Kannst du Tulamidia? Bisschen. Tulamidia, aber wenn sie das erhört, dann kann sie auch auf Mittelreichisch wechseln. Alles klar, ja, gut. Ihr seid der Ragnar? Potro hat so viel von euch erzählt. Ich bin der Ragnar. Der ist absolut ab und zu mal hier und dann unterhalte ich mich mit, dem alten Porkwurm. Sie muntern mich etwas auf. Ja, warum aufmuntern? Seid ihr traurig? Ja, eine etwas längere Geschichte. Aber ich habe ein paar Helden losgeschickt, die meinen Anvertrauten retten. Ah, okay. Traurig, das zu hören. Wie lange ist das denn schon her? Das ist bestimmt schon ein paar Monate her, dass ich sie losgeschickt habe. Sie wollten zum Archipel der Perlen. Okay. Eine Expedition von Dahmani. Um euren Ehemann zu finden. Unter anderem. Okay. Aber das ist eine andere Geschichte. Was kann ich für euch tun? Nun, ich habe eine Frage bzw. Einen Handel vorzuschlagen. Denn wir haben hier einige Pelze, die wir veräußern wollen würden. Und mir wurden sie empfohlen, da sie hier wohl scheinbar die beste Verkäuferin für Pelze sein sollen. Naja, das kann ich tun. Das ist gut. Also, wenn ihr die nicht selbst verkaufen wollt mit eurem Kontor, dann kann ich die auch verkaufen. Können sie natürlich auch selbst verkaufen, das ist richtig.
Das wäre vielleicht sogar besser für uns. Aber da sie gerade ihren, da ihr Angetrauter gerade gesucht wird und sie gerade in Trauer sind, würde ich tatsächlich mich großzügig dazu entschließen, diesen Gewinn, den ich erwirtschaften würde, mit ihnen zu teilen. Dafür müssen sie natürlich erst die Pelze abkaufen. Das kann ich machen. Ich besehe sie mir einmal und dann kann ich sie auf dem Markt verkaufen. Sehr schön. Ich hatte so beim Einkaufspreis an 900 bis 1000 Dukaten gedacht. Eher 1000. Ja, machen wir eine Handelsprobe. Handwerk. Kannst du auch überreden mit Spezialisierung feilschen? Ja, dann mache ich das. Dann mache ich aber das. Also, wenn ich das, ne? Also, ich habe zwar nicht überreden feilschen, aber. Genau, dann ist ohne die Spezialisierung. Ich glaube, Handeln ist eher zu wissen, wo man gute Preise kriegt. Wo man irgendwas einkauft, um es dann woanders gewinnbringend zu verkaufen. Ja, was in der Stadt gut geht. Ja, genau. Also in Kunchung geht alles, aber... Also die Qualität der Pelze, sie ist wohl sehr hoch. Wasserbüffel, wenn ich das richtig sehe. Ich würde sagen, ich kann sie euch für 850 würde ich dafür euch geben. Sagen wir 900 und wir sind quitt. Ist schon das Geringste, was ich hier anbieten kann, weil unter 900 ist wirklich schwierig, da noch irgendwie... Sie wissen, das sind sehr hochwertige Pelze von Wassertrüffeln und ja. Wassertrüffeln. Genau. Ich habe keine Ahnung von Wassertrüffeln. Ja, das ist das Problem, was du hast. nein, 850. Das ist... Sonst mache ich Verluste. Das kann ich ja auch nicht tun. Ja, natürlich, natürlich. Ich kann sie verstehen. Bezahlen Sie bitte jetzt. Ja, sie geht kurz rein, schreibt ihr dann einen Schuldbrief von der Nordlandbank aus und übergibt ihr die mit Unterschrift. Freut mich auf jeden Fall, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, gerne. Wenn ihr länger hier bleibt, dann können wir uns gerne einmal unterhalten. Sehr gerne. Worüber auch immer sie reden wollen. Ich habe sehr viele Geschichten zu erzählen. Ja, das habe ich schon von Potro gehört. Sie müssen wissen, ich bin hauptberuflich nicht nur Held, sondern auch Geschichtenerzähler. Ja, schön zu hören. Wie alt ist sie nochmal? Die? Anfang 20. Dann wird ihr nochmal zugezwinkert. Sehr charmant. Ich meine, ihr Mann wird eh nicht mehr auftauchen. Haha. Und dann wird mit dem Schuldschein so die Hitze weggewedelt und zum Kontor zurückgegangen. Ja, wir machen aktuell zwei Alanfana wohl den Hof. Kannst du dich gerne drum bemühen. Ja, easy. Okay, wie es weitergeht mit Ragnar und den anderen Helden, was sie in Kunchum vorhaben, das sehen wir beim nächsten Mal. Vielleicht bleibt Ragnar sogar in Kunchum. Gut. Damit beende ich die Runde und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oh.